Herzlich willkommen aus dem C30 Marketing Club von Bregenz Handball zum heutigen Pressetalk mit Clemens Gangl. Hallo Clemens. Hallo Tom. Clemens, wir sind in der Derbywoche. Morgen ist eine ganz große Doppelveranstaltung in Bregenz, nämlich das Derby gegen Hart und das EM-Quali-Spiel der Damen, Österreich gegen Bulgarien. Bist du schon ein bisschen nervös? Also nervös bin ich nicht. Es ist eine tolle Veranstaltung, was wir hier auf Bregenz, also in Bregenz haben. Auf einer Seite mit dem Derby, was beide Mannschaften gewinnen wollen, weil wir sind beide Punkte gleich. Es geht um Platz 1. Und natürlich auch danach die Veranstaltung mit dem Damenspiel, was für uns eine super Möglichkeit ist, internationalen Damenhandball hier in Bregenz zu sehen. Jetzt ist man letzten Freitag, hat man eine tolle Leistung gesehen, vor allen Dingen in der jungen Bregenzer Handballer gegen Leoben. Man konnte das Spiel dann schlussendlich sehr deutlich gewinnen und zwei sehr, sehr wichtige Punkte einfahren in der Tabelle. Sonntag ist man leider in Graz im Derby dann ausgerutscht, abgehakt, vergessen. Jetzt geht es mit voller Kraft in das Derby. Wie wichtig ist dieses Spiel, außer dass es natürlich ein Derby und etwas ganz Besonderes ist? Also wie man gesehen hat, gegen Leoben hatten wir zur ersten Halbzeit ist nicht alles aufgegangen, wie wir das wollten. Wir waren dann unentschieden zur Halbzeit. Als wir aus der Kabine kamen, fand ich, war die Mannschaftsleistung gesamt besser. Wir hatten viele Ausfälle mit Espen Lihansen und Tobi Waffner und langzeitverletzt Lukas Meyer. Aber ich finde, dass wenn wir das im Derby wieder abrufen können, diese tolle Mannschaftsleistung und was wir auch werden, dann ist im Derby für uns alles drin. Es ist ein wichtiges Spiel. Wir haben beide 17 Punkte. Wir wollen die Fivers einholen, Hart auch. Es geht um den ersten Platz. Und natürlich werden beide Mannschaften alles geben, aber wir werden hoffentlich am längeren Hebel sitzen. Gegen Leoben war es ja insbesondere eine tolle Mannschaftsleistung der vielen jungen Spieler, die mitunter auch aus Krankheitsgründen und verletzungsbedingten Gründen eingesetzt wurden. Diese vielen jungen Spieler werden nach dem U20-Spiel am Samstag die Goldmedaille für den U20-Staatsmeistertitel oder den österreichischen Meistertitel bekommen. Etwas Großartiges, Besonderes, oder, für euch? Ja, das war eine super Saison mit der U20. Also ich habe mich auch, also das war... Mit Stefan Clement, wo er gekommen ist, von Anfang an wussten wir, wir möchten Meister werden. Wir haben uns diesen Traum selber erfüllt. Wir hatten einen sehr starken Jahrgang, eine starke Jugend. Und das war etwas ganz Besonderes, dass wir dieses Jahr den 20 Jugendtitel einfahren konnten. Was ist nun höherwertig? Du bist im Dezember zum HLA Torschützen des Monats gewählt worden. Auch dafür wirst du eine kleine Trophäe bekommen vor dem Spiel. Was zählt für dich mehr? Ja, natürlich der Derby-Sieg. Schöne Tore sind schön im Handball, sie passieren, aber es geht immer darum zu gewinnen und wir müssen alles geben, um zu gewinnen und nicht um schöne Tore zu machen. Es ist toll für das Publikum, aber wir brauchen die 2 Punkte und es geht in erster Linie um den Derby-Sieg. Wir würden uns natürlich über beides sehr freuen. Schöne Tore und Erfolg am Ende und 2 Punkte gegen den Alpler HC Hart. Morgen Samstag ist es soweit. Große Doppelveranstaltung in Bregenz in Handballarena Riedenvorkloster. Wir starten um 15.30 Uhr mit dem U20-Spiel. Um 18 Uhr ist dann das Spiel der ersten Mannschaft, das große Ländle-Derby. Und um 20.20 Uhr haben wir dann das internationale Spiel Österreich gegen Bulgarien. Und zwar das EM-Quali-Spiel des österreichischen Damen-National. Teams. Bitte, bitte kommen Sie bald in die Halle. Wir haben morgen noch ca. 300 Tages-Restkarten. Dann ist die Halle ausverkauft und voll. Wir freuen uns auf ein großes Handballfest für den Bregenzer und Vorarlberger Handballsport und würden uns freuen, wenn ihr alle in die Halle kommt und uns dabei unterstützt und wir gemeinsam diese Veranstaltung erleben.